Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 auf der Kanelie-Map. Beim letzten Mal hatten wir ja die Wiesenfelder oder die Weiden oder wie auch immer genannt, gehäckselt und sind ich gerade am Verdichten und Hochschieben. Naja, Hochschieben kann man jetzt nicht sagen. Wie gesagt, hier die eine Seite habe ich schon. Ist ja immer am wenigsten schlimm, wo sie runterfahren, aber wo sie halt rauffahren. Guckt euch das mal an. Sie sagt, deswegen stand auch immer der Bagger auf dem Hof. Das geht eigentlich recht gut mit dem. Und das werden wir dann jetzt mal hochschieben. Was schade ist, der hat ja hier diese Zange. Vielleicht kennt sich ja eine aus damit. Warte mal, die ist hier. Die hier. Auf der Tastatur habe ich die Steuerung gefunden. Und das ist hier K-Pad mit Streng und 1 und 3 und 5 und 8. Aber. Weil eigentlich ist das hier unten. Hier gibt es die Steuerung nicht. Da ich mir die auf die Joystick legen kann. Und ich habe das jetzt mit Streng. Mit den 1, 3 und 5 und 8 hier nicht gefunden. Das ist doof. Sonst könnte ich den nämlich auch im Wald verwenden. Könnte ich den Liebherr-Bagger auch verkaufen. Wie sagt hier die... Finde ich halt einfach nicht. Machen wir das mal. Schieben wir das hier erstmal so ein bisschen. Und ich? Hä? Wieso schiebt er das jetzt nicht? Ach jetzt, das hat was mit der X-Taste zu tun. Okay. Nehmen wir das mal. Bisschen da hoch. Was man eben halt sagen muss, Kettenfahrzeuge sind eigentlich dafür nicht so gut geeignet. Moment, mal schauen. Wie gesagt, den Rest machen wir nachher so mit dem Besen immer weg. So, na.
Andersrum. Dass wir hier so ein bisschen hochkommen. Wieder ein bisschen runter. Man könnte jetzt auch ein bisschen da mal mit dem Radlader vorschieben. Aber naja, egal. Und wie gesagt, Hexen so gesehen geht dann bald eigentlich weiter. Aber jetzt ist Mais und die Luzerne reif. Kommen wir erstmal da hinten weg. Der hat einen schönen Ausleger halt. Nein, nicht die. Gucken wir mal kurz, war das die Taste? Mal ein Stück runter. Ja, jetzt glitscht er ein bisschen durch den Boden durch. Macht das schon ein bisschen einfacher. So, wie gesagt, dieses Hochfahren ist halt immer schwierig mit den Ketten. Aber das ist gut voll geworden, hat Silo, das muss man ihm sagen, ne? Nein, kann ja mal kurz gucken. Ja, 1,96 Millionen sind hier drin. Vielleicht dann nochmal 1,7, 1,8, was hier draußen liegt. Naja, vielleicht noch nicht ganz. Aber das vielleicht bei 1,7 oder 1,97 landen. Und halt, da der Schiebeschild hat zum Schieben, macht das ja nochmal ein bisschen einfacher. Und so konnten wir jetzt hier die eine Seite. Machen wir das denn einmal immer ein bisschen. Das hat Menü keine aus. Und wenn wir vielleicht Silage verkaufen wollen, können wir vielleicht damit die Traktoren hier auch beladen. Mal bloß ein gutes Silo nehmen. Wo sie nebenfahren können, dann könnte man von oben immer da reinlöffeln in die Anhänger. Und mal an. Hier irgendwie. Hochkommen. Und da kommen wir eh nachher wieder. Dafür sorgt schon die Schwerkraft von alleine.
Ist ja klar, könnte man das mit dem Rad laden, aber ich fand das immer dämlich, bist du hoch rein und hast halt wieder rausgedrückt. So, müsste das reichen. So drückt man nachher ganz wenig raus. Okay, wenn der Serie noch mal rausfährt. Der drückt ja noch mal ein bisschen raus. Man hier so ein bisschen guckt. Nein. Können wir mal kurz Moment, das dauert noch ein bisschen. Meine Maus spinnt. So. Wie gesagt, Licht hat er auch. Eigentlich recht gutes Licht. Falls das mal in der Nacht sein muss. Ich glaube, wir bereiten jetzt, machen das soweit fertig. Darauf. Oh, jetzt drückt er. Überschiebt so ein bisschen oder schiebt. Ich weiß gar nicht, ob das mit so einer Schaufel gehen würde. Eigentlich ein bisschen schwierig, vielleicht weil das so ein bisschen verdichtet ist. Mal hier oben ein bisschen. Hier mal ein bisschen hochkriegen. Hier hinter, so. Irgendwann ist halt die Höhe erreicht vom Silo, sag ich mal.
mal, dass ich da nachher noch hochkomme. Muss gleich mal mit dem Cerion noch da ein bisschen glatt machen, da ich mit dem Bagger da hochkomme. Muss ich den Zeon einmal drehen. Komm, das machen wir jetzt auch mal schnell. Müsste ja eigentlich gehen, dass ich hier drehen kann. Ist doch geländefähig. Also wird der jetzt auch als nächstes wieder umgerüstet. Dass er die Luzernefelder mähen muss, die beiden hier bei uns auf dem Hof. Hat keiner gesehen, bin ich dagegen gefahren. Gleich mal gespannt, da nachher der Bagger hochkommt. So, da noch mal ein bisschen. Mal ein bisschen dastehen. Ja, oder auch nicht. Nehmen wir das hier mal so ein bisschen. Ich glaube, hier oben kann man nachher noch mit dem Bagger ein bisschen glatt machen, da der Serienrad nicht so viel machen muss. Oder das schafft er, glaube ich, auch gar nicht. Oh. So ein bisschen wieder Grody. Wie gesagt, das geht recht gut so mit dem Bagger, aber jeder wie er mag. Warte mal, müssen wir. Echt. Noch ein bisschen was wegnehmen. Können wir gleich noch ein Stück hochfahren. Und so fahren wir ein bisschen Bagger hier noch ein bisschen immer.
nicht nur zum Holzernte. Guck mal. Ja, habe ich mir gedacht, dass er jetzt nicht hochkommt. Ja, das ist eigentlich ein Nachteil an die Kettensachen. Ganz schnell ganz hoch. Oh. Scheiße, der schiebt komplett. Oh, das ist gar nicht so wild. Kriegen wir das nämlich ein bisschen gerade. Jetzt muss die Frage, kommt er bis da ganz unten an? Und nachher beim Runterfahren nochmal. Nämlich gleich hier so nach verteilen und dann könnten wir nachher gleich einmal hier runter hopsen. Oh, das wird eine längere Folge. So, liebe Leute, das war's dann auch. Ich werde das hier so weit noch fertig machen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das wird bestimmt irgendwie so Main bestimmt sein, weil Luzerne alles reif ist. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Mach's gut!